So, hallo und herzlich willkommen zu meinem allerersten Let's Play. Ich bin der Akedos und ja, wir spielen, oder ich spiele, oder ihr könnt geistig mitspielen, wie auch immer, ist Rise of the Triad. Ein Remake von einem Klassiker aus dem Jahre freudsche Fehlleistung, und zwar 1994. Auf 1944 kam ich deswegen, weil dieses Spiel indirekt etwas mit Nazis zu tun hat. Es geht hier um so eine Sekte namens Triad, deswegen auch Rise of the Triad, die ja, verschiedene Terroranschläge verübt und so weiter und so fort, und man ist halt Mitglied einer Spezialeinheit, der dieser Organisation das Handwerk legen soll. So viel zur Story, das war es auch eigentlich schon. Mehr Story hat dieses Spiel nicht. Dieses Spiel hat eine Story, die ist so dünn, wie sie eben nur dünn sein kann. Ja. Ansonsten, was gibt's noch zu sagen? Nicht viel. Außer vielleicht, dass wir vielleicht einfach mal anfangen und ein neues Spiel starten. Vielleicht zur Info, ich hab's schon mal durchgespielt. Ich spiele das Ganze jetzt aber trotzdem mal auf normal, weil das Spiel ist A, nicht das einfachste, denn es ist ein sehr oldschooliges Spiel. Ziemlich erbarmungslos, man stirbt an einigen Stellen doch recht schnell. Es gibt einige ziemlich fiese Gegner. Und darüber hinaus gibt es noch so ein paar Geschicklichkeits-Jump-Run-Passagen, wo man leicht verkacken kann und dann gerne mal stirbt und manche Parts mehrmals spielen muss. Ja. Würde ich sagen, legen wir einfach mal los. Es gibt hier 5 Charaktere, mit denen man das Ganze bestreiten kann zur Auswahl. Entschuldigung. Unterscheiden sich nicht so groß, außer in ihrer Laufgeschwindigkeit und in dem, was sie aushalten. Ich persönlich bevorzuge die beiden Damen, denn die laufen schneller als ihre männlichen Kollegen. Und in diesem Spiel ist schnell laufen zu können ziemlich toll, da man doch eigentlich immer in Bewegung bleiben sollte. Also wie gesagt, das Gameplay ist sehr oldschoolig, man sollte immer in Bewegung bleiben, nicht stehen bleiben und dabei noch vernünftig zielen. Und das Gameplay ist auch sehr, sehr schnell und nicht so schön gemäßig wie das von heutigen modernen Shootern. Bekannt ist, also das Game nimmt einen mit auf eine Reise in die Vergangenheit, könnte man fast sagen, und ja, und ich würde sagen, treten wir diese Reise mal an, in die Welt der alten Shooter, wo man noch Schlüssel suchen musste, um weiterzukommen, wo die Level nicht storytechnisch bis ins kleinste Detail cineastisch durchinszeniert waren, sondern einfach, ja, einfach simple Baller-Action boten. Und naja, wie dem auch sei, ich würde sagen, wir legen los. Ihr guckt euch das Intro an und dann hört ihr gleich wieder was von mir. San Nicolas Island, one year in the future. The UN has proof that a rogue organization known only as the Triad has taken over San Nicolas Island off the coast of California. The Hunt, high-risk United Nations task force, has been sent in to investigate. This top-secret paramilitary unit has never been called upon. Until now. The Triad has recently claimed responsibility for major terrorist attacks upon several world powers, and the UN has reason to believe they are planning something even bigger. The Hunt cases a military installation. Multiple guard towers, electrified fencing, searchlights, massive firepower. Yeah, I would say this is their base of operations. Tower Watch, focus the light on the lagoon. I thought I saw something. Yes, sir. Intruders! Enemy boats spotted in the lagoon! Destroy it and open fire on the ridge! Damn it. We've been spotted! Get to cover! Bloody hell, we're pinned down! Son of a bitch.
double time it. Back to the boat. Infiltrate the base and try to get a message back to HQ. Here, take this. Remember, you only got one shot with this. Better make it count. Remember, I don't want you to die for your country. I want you to make the other poor bastard die for his. Let's move! Ja, Rise of the Triad. Ja, das war das Intro. Cooles Comic-Intro. Ja, und dann geht's auch hier schon los. Ja, das ist die Übersichtskarte. Also das Spiel ist nur eingeteilt in mehrere Episoden. Wir sind jetzt hier in der ersten Episode. 4 Episoden gibt's an der Anzahl, A5 Level. Immer 4 normale Level und dann einen Bossfight. Und also 20 Level insgesamt, ja, und ich würde sagen, wir legen mal los. The Hunt ja. Team is ready for action. Genau, ready for action, das sind wir auf jeden Fall. Ja, zum Gameplay an sich, es ist normales Shooter-Gameplay, wie man das eigentlich generell auch kennt. Nur sweet, halt, check this shit out. Etwas anders als, ich sag mal, die heutigen modernen Shooter. Also locked es gibt ja noch Secrets. Ja, Secrets und Highscores und all so ein Kram, den es heute in den meisten Shootern nicht mehr gibt. Findet man vielleicht noch in so Spielen wie Serious Sam oder so. Get some. Ja, und man muss halt auch Schlüssel suchen, um im Level weiterzukommen. Also man wird nicht von dem Spiel an die Hand genommen und das Spiel teilt einem sich quasi gar nicht mit. Ich habe jetzt hier mal die ersten zwei Secrets gefunden. Also wie gesagt, das ist kein Blind Let's Play oder so, aber ich kenne auch nicht alle Secrets. Wenn ich ein Secret entdecke, nehme ich das mit. Wenn nicht, dann auch nicht schlimm. Also ich werde mich jetzt nicht darauf versteifen, hier die Level mit 100% abzuschließen. Also es gibt ja so oben, seht ihr, Complete und dann so eine Prozentzahl, das ist Completion Level. Da werde ich jetzt nicht gucken, dass ich da 100% immer habe. Sondern, ja... Einfach, dass ihr das Game sehen könnt, einen Eindruck vom Gameplay gewinnt und so. Und ja, und ich hoffe, ich kann auch den einen oder anderen damit unterhalten. So, hier knallen wir mal die nächsten Nazi-Schergen ab. Zum Waffensystem, es gibt eigentlich immer drei Waffen. Also man hat einmal diese Doppelpistolen, gut, man kann sie auch einzeln benutzen, aber ja. Also einmal Pistolen, die MP40 und eine Superwaffe. Die Superwaffe ist das, was man immer so wechselt während des Spiels. Also wenn man eine neue findet, wird die neu aufgehoben. Die Pistolen, die MP40 hat man einfach immer. Und die beiden sieht man unten rechts vielleicht an dem Schleifensymbol. Haben unendlich Munition, sowohl was das Magazin betrifft als auch insgesamt. Also Nachladen ist hier ja, ein kosmetischer Effekt, der zwar sehr cool umgesetzt ist, aber eben halt nur ein kosmetischer Effekt. Auch sehr cool hier zum Beispiel die Nachladeanimation der Pistolen. Zack. Finde ich auf jeden Fall sehr cool, aber es ist halt wirklich nur ja, zur Unterhaltung da. Für mich. So, gehen wir mal hier weiter. Hier, also hier geht es nicht weiter in dem Level, hier kann man sich nur ein Power-Up holen. Was aber sehr cool ist, also hier im Spiel gibt es generell richtig lustige Power-Ups. Das sieht man dann auch später noch. Oh, hier habe ich jetzt die Tür geöffnet, da kommen wir hier rein. Da kommen auch schon Gegner raus. Die behaken kann oder sollte. Genau, jetzt wollte ich mir noch das Power abholen. So, dann gibt es ja auch immer wieder so Fallen. Die werden später auch noch eine größere Rolle spielen. Da gibt es dann wesentlich komplexere Gebilde. Ja. Deswegen der Charakter lacht, ich habe mir den God-Mode geholt. Ja. Es gibt in diesem Spiel einen God-Mode, ohne dass man irgendeinen Cheat-Code eingeben muss. Was ich sehr lustig finde. Und dann verschießt man hier so Lichtkugeln und tötet die Gegner eigentlich so im One-Shot-Verfahren. Ja, gehen wir mal weiter und bahnen uns weiter einen Weg durch die Klosteranlage. Ja, es handelt sich ja um eine Klosteranlage. Das ist so, das merkt man aber später erst so richtig. Also im späteren Spielverlauf.
warum das so ist und was damit auf sich hat, sieht man dann auch später. Eigentlich nur da hoch. Naja, egal. Der Godmode läuft jetzt ab, also die Power-Ups halten natürlich nur die ganze Zeit. Die sehe ich zum Teil schon ja, lächerlich genug, sag ich mal. Wenn die auch unendlich lang halten würden. Ja, dann wäre das Spiel, glaube ich, ziemlich langweilig. So, wir sammeln hier weiter Münzen ein, um unsere Punktzahl zu verbessern. Habe ich alles mitgenommen? Jo, habe ich. Und dringen weiter in die Basis der Trialer. Wir müssen ein sehr schönes Logo haben, aber natürlich, wie ich glaube ich auch schon erwähnt hatte, ich weiß es gerade nicht, sehr, sehr an Nazis erinnern. Einerseits was die Uniformen angeht, andererseits was auch die Waffen, also ein MP40, denke ich, ist jedem Shooter-Spieler, der mal Wolfenstein 3D oder Return to Castle Wolfenstein oder andere Zweite Weltkriegsspiele gespielt hat, ein Begriff. Ja, warum das hier eigentlich Nazis sind, liegt einfach daran, dass das Ur-Rise of the Triad, also das Originalspiel von 1994, eigentlich mal als Fortsetzung zu Wolfenstein 3D geplant war. Allerdings hat man das dann irgendwann fallen gelassen, diesen Plan, und hat daraus dann ein komplett eigenständiges Spiel gemacht. Hat dann auch die Nazi-Thematik etwas in den Hintergrund gerückt. Allerdings sieht man ja in sowas, dass es, ja, also was soll sonst sein. Passt eigentlich auch ganz gut, weil das halt hier so eine Sekte ist und ja, die Nazis selber waren ja auch jetzt keine Sekte, aber das würde ihrer Monstrosität nicht gerecht werden, aber waren ja doch durchaus an okkulten Dingen interessiert. Und hier geht es auch sehr stark um Okkultismus in dem Spiel, was man später noch sehen wird. Also jetzt nicht in dem Sinne, dass sich jetzt hier irgendwie kritisch reflektiert damit auseinandergesetzt wurde, sondern mehr darum, dass hier halt übernatürliche Kräfte am Weg sind. Aber das sieht man später. So, hier knallen wir Gegner ab. Ja, da oben ist er. Ach ja, die Gegner vergesse ich irgendwie immer. Da oben ist noch einer. Manchmal kann man sie leider noch ganz schwer erkennen, das ist ein bisschen doof, aber... Ja. Insgesamt finde ich das Spiel eigentlich sehr, sehr cool. Hat zwar leider ein paar technische Macken, zum Beispiel hat es ein paar Performance- und FPS-Einbrüche. Selbst auf High-End-PCs, und das Spiel läuft auf der Unreal 3 Engine, und mit der Unreal 3 Engine ja, es ist eigentlich schwer, einen heutigen Durchschnitts-PC noch voll auszulasten. Also, ja, das heißt Durchschnitts-PC, aber ein Mittelklasse-System sollte der Unreal 3 Engine eigentlich habhaft werden können. Genau, irgendwas hat ich vergessen. Ah ja, hier gibt es auch manchmal so Easter Eggs. Da stehen so Notizen von den Entwicklern, irgendwelche Flames, Beleidigungen. Ja, und solche Poster mit ja, tollen weißen Flecken. Naja, ja gut, ich meine, was will man als Soldat auch machen in so einer Klosteranlage? Ja. Man muss sich halt zu helfen wissen. So. Mal kurz hier hoch. Ich glaube, hier waren noch Münzen. Nee. Waren sie nicht, okay. Aber hier oben sind welche und da unten ist noch ein Gegner, der schnell das Zeitliche segnet. Ja, wie ihr vielleicht schon gesehen habt, die KI ist nicht sonderlich intelligent, aber das erwartet man von so einem Game ja auch nicht. Hier geht es eher um brachiale Action, die manchmal leider etwas gemindert wird durch eben Bugs oder Performance-Einbrüche. Naja, und hier ist auch schon der Levelausgang. Ich gucke nochmal eben schnell durch, ob ich nicht irgendwas übersehen habe. Ja. Ah doch, da oben. Stimmt, da waren noch Münzen. Jetzt muss ich noch kurz überlegen. Ach ja, so kann man da hoch. Diesen tollen Plattformen, da gibt es später noch richtig tolle Sprungpassagen. Also ich finde sie jedenfalls toll. Und auch das Leveldesign wird später richtig toller sein. Sich gerade gegen Ende die Entwickler richtig Mühe gegeben. Die Leveldesigner haben da ein paar echt tolle Levels designt. Und ja, würde ich sagen, beende ich mal das Level. Und damit auch diesen ersten Part von meinem ersten Let's Play. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Könnt mir gerne Kritik, Anregungen, Kommentare da lassen, Bewertungen, vernichtende Flames, wie auch immer.
Und ja, würde mich da auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Und ich würde mal sagen, bis zum nächsten Mal bei Rise of the Triads.